Hallo, ich bin's wieder, Thomas, Hessing Park Therapie und Training. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu unserer Vorbereitung für den Frauenlauf. Heute geht es um das Thema richtiges Dehnen, Stretching, und ich habe natürlich wieder die Susanne heute zu Gast und wir schauen uns das heute mal an einer Parkbank an. So, unmittelbar nach dem Lauf steht das Stretching an. Was muss man als erstes dehnen? Auf diese Art und Weise dehnst du deine Wade, Susanne. Natürlich solltest du versuchen, diese Muskeln zu dehnen, die auch beim Laufen aktiv waren. Die Wade ist zum Beispiel ein Muskel, der beim Laufen sehr aktiv ist. Man sollte es versuchen, statisch zu halten, also das heißt ohne Bewegung, ungefähr 30, 40 Sekunden lang und natürlich auf beiden Seiten. Beide Seiten. Als nächstes machen wir dann die Oberschenkelvorderseite zusammen. Dreh dich bitte um, einen Fuß auf die Bank. Okay, so? Genau. Die Hüfte strecken. Und so dehnt man zum Beispiel an der Parkbank schon, dass das Knie unterhalb der Hüfte bleibt. Und so dehnt man die Oberschenkelvorderseite. Durch das richtige Dehnen leitet man die Regeneration ein, man öffnet die Gefäße, man verbessert die Durchblutung und die ganzen Stoffwechselprodukte werden abgebaut, aber es ist keine Verletzungsprophylaxe. Als nächstes machen wir dann die Oberschenkelrückseite, Susanne. Bein gestreckt nach oben auf die Parkbank, die Zehenspitzen kannst du ein bisschen anziehen und dann neigst du dich mit geradem Oberkörper nach vorne. Okay, und 30 bis 40 Sekunden nehme ich an. Genau, und immer beidseits. Immer beidseits, genau. Und kein Federn und kein Rücken. Ah, kein Federn, okay. Kein Federn und kein Rücken, sondern nur die Dehnposition einnehmen und rückfallen. Beug mal bitte das Knie leicht zusammen. Und so, wieso ist das besser, wenn ich das gebeugte Knie habe? Spürst du einen Unterschied irgendwo? Ja, vorher habe ich mehr in der Wade gemerkt und jetzt eher Richtung Gesäß, würde ich sagen. Ja, und das ist der Unterschied. Durch diese leichte Kniebeugung nimmt man die Wade ein bisschen aus der Dehnung heraus und man spürt die Dehnung vermehrt in der